willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und diesmal gab es viele Highlights, aber wieder nur einer hat es geschafft, Schocker der Woche zu werden und ihr werdet gleich sehen, wer. Angefangen hat die Woche bei der Steff mit einem 100% Phlegmon aus der Nähe von Eisfeld, Thüringen. Und wir haben heute so viele Bilder, ich glaube, ich muss einfach richtig schnell alles durchrotzen. Dann seht ihr hier ein Bild, auf dem ersten Moment denkt man, okay, so viele Hypno, ist das Hypno-Spotlight-Stunde oder irgendwas? Und dann unten, this must be Photoshop, there's no way Instinct has two gyms. Also das Einzige, was wirklich skurril an dem Bild scheint, ist, dass es zwei gelbe Arenen gibt. Scheißt mal auf die ganzen Hypno, auf jeden Fall, das ist Photoshop. Keineswegs hat Instinct Team Gelb hier zwei Arenen, das geht überhaupt nicht. Aber erstmal die ganzen Hypnos ignoriert. Ist natürlich wieder eine Anspielung, ihr wisst, Team Gelb, bestes Team, deswegen wird er immer rumgehatet. Dann der Bockwurst King mit einem 100% Vulpix. Was war da denn los? Der 98er hat seine Map erweitert und kann jetzt auf 100er fangen. Dann nochmal hier zu sehen, wieder gegen Team Gelb, Team Blau oben, Team Rot in der Mitte, alles ultra brutal und Team Gelb einfach nur Minions. So wird es also dargestellt. Der Vorbelastet hat einen shiny Feuerriegel bekommen. Dann habe ich von Marco Schleif ein Geschenk bekommen zu Ostern, eine PayPal-Spende für die Leute, die spenden wollen oder supporten wollen. Die können das gerne unter dem Video, ist nämlich immer der PayPal-Link, weil YouTube ja immer 30% abzwackt von den Spenden im Chat. Also hier Gruß Konstin und Familie, frohe Ostern an Adi und dich. Dankeschön auf jeden Fall für diese Spende, für das Geschenk, habe ich mich sehr gefreut. Dann der Gabriel hat ein Krypto-Tunnel bekommen mit 91%, was er zu einem 100er erlösen kann. Bockwurst King, 100er Schicki. Ihr seht, er macht seinem Ruf nicht mehr alle Ehre. Plötzlich hat er lauter 100er. Julchen Veilchen, nachdem ich beim letzten Event leer ausgegangen bin, jetzt Frühstart. Das war nämlich ziemlich zum Beginn des Osterevents, wenn nicht sogar noch am selben Abend, mit einem Shiny Pikachu, mit diesem Blumenhut. Bockwurst King, Shiny Riolu, vorbelastet, Shiny Riolu. Ihr werdet da einiges feststellen, diese Folge. Dann Dragonite, Shiny Chanera. Also diese ganzen Event-Sports und diese Oster-Pokémon. Pokefreak Red, Shiny Schmerbe mitgenommen. Bockwurst King, Shiny Merrill, was ja auch dann einen extra Raid-Tag hatte. Aber eben auch wild Shiny sein konnte. Und das ist ja auch was Besonderes, weil es ja eigentlich eine Weiterentwicklung ist von dem Baby. Man eigentlich das Baby brüten muss. Aber wie bei Mogelbaum schon, haben sie es hier auch gemacht, dass sie direkt auch Merrill als Shiny wild fangen können. Ob das dann im Spiel bleibt oder nur während des Events, kann man wieder drüber spekulieren. Ich denke mal, das wird dann wieder rausgenommen und war jetzt wirklich nur fürs Event so lange. Also schlagt natürlich zu. Night Alex ja auch mit einem Shiny Pikachu. Der Brian mit einem Shiny Fukano. Robby, Shiny Chanera. Robby aber auch mit einem 100% Rabautz. Und was würdet ihr machen? Würdet ihr das Rabautz entwickeln, um vielleicht ein 100er Capoeira, 100er Nocturne, 100er Kikli zu bekommen? Oder würdet ihr es als Rabautz lassen? Weil ich denke mal, die anderen drei könnte man ja zur Not auch mit einer Map fangen oder eben sich ertauschen. Gut, Rabautz könnte man sich auch 100er ertauschen, aber Rabautz könnt ihr ja nicht mit einer Map fangen. Das ist eigentlich das Seltenste, würde ich auf jeden Fall so lassen. Dann hier noch ein Shiny Flamly, ist jetzt nicht so spektakulär, ist ja ein C-Day-Pokémon. Bockwurst King, okay, ich sag nichts mehr. Da ist die Map wieder vor die Wand gefahren und er ist zurückgekommen zu seinen Stärken, immer nur 98er zu brüten oder zu fangen. 98er Bonera, Kotbrot, Shiny Ampharos, Kotbrot auch mit einem Shiny Haspiror mit Blumenkranz. Vorbelastet hier Shiny Pichu mit Blumenkranz und das ist eigentlich der Jackpot. Aber genauso wie Riolu finde ich, dieses Event ist so mega overpowered, denn ich habe so viele gesehen, die einfach Shiny Pichu mit Blumenkranz bekommen haben, genauso wie Shiny Riolu, als dieses Johto-Event war oder was das ist, ne? Die Leute haben tausende Eier gebrütet und kein Shiny Riolu bekommen und jetzt gefühlt jeder zweite hat ein Shiny Riolu gebrütet. Die haben die Rate wahrscheinlich so sehr erhöht und wollten euch wirklich was Gutes tun. Dann beim Alex Hobby, bin zwar kein Fan von den Hüten, aber als Shiny nehme ich sie gern. Hüte sind ja auch dumm, aber wenigstens das Pikachu, da braucht man eigentlich von jedem wirklich das Spezielle, weil Pikachu ist einfach das Aushängeschild. Dann der Konstin, wenn man nicht mehr raus darf, baut man sich einen Homestop. Oder
besser eine Arena. Der ist nämlich in kurzer Zeit dann von einem Stop zur Arena geworden, was natürlich noch besser ist. So ähnlich war das ja auch bei mir hier zu Hause. Ich hatte damals auch, das hat nichts mit mir zu tun gehabt. Die Stolpersteine sind auf jeden Fall aufgetaucht, waren ein Stop, da habe ich mich gefreut und einen Tag später war es plötzlich eine Arena. Die Stolpersteine neben den Stolpersteinen, da hatte ich die Finger mit dem Spiel, die habe ich eingereicht, aber die sind halt einfach ein Stop. Reicht ja auch, so habe ich jetzt einen Stop und eine Arena. Besser geht's eigentlich auch nicht. Tobias Weigel auch hier mit einem 100% Klingplim. Das müsste schon der Schocker der Woche sein, weil das auch einfach ultra selten ist. Gleichzeitig 100% Owei und ein Shiny Togepi, was auch sehr häufig kam, aber auch einfach nur in diesem Event verfügbar ist. Danach ist der Blumenkranz ja wieder weg. 100% Grillmark, auch noch vom Dennis, sowie ein drittes 100%iges Owei. Dann haben wir vom Kotbrot noch Shiny Schwalbini, vom Fischi. Dann mache ich da jetzt auch mal mit meinem Pichu von vorhin, der auch mit einem Shiny Pichu mit Blumenkranz. Moritz mit einem 100% Lito mit vorbelastet, Shiny Sneevel, die sieht man ja auch zu häufig. Dann Fischi auch mit einem Shiny Riolu, ihr seht. Wie viele Shiny Riolu? Beim letzten Mal kaum jemand und jetzt so viele. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass man sich nur lang genug aufregen muss. Bringt natürlich nichts, ist ja alles eine Glückssache. Bockwurst King zeigt uns noch schön seine Sammlung an Shiny Oweiern. Ich habe leider noch keins, das Event läuft aber noch ein bisschen. Mal gucken, wenn nicht. Ich weiß ja, wo ich welche herbekomme. Es gibt immer Leute, die gerne was traden und was anderes dafür brauchen. Es gibt Leute, die haben schon 10 Oweier und da sagen sie, geben wir dir natürlich gerne eins ab. Dann der Dr. Oppenheimer hier, das erste Despo in der Wildnis, was wir gefangen haben. Auch ein sehr seltener Gast und gleich mit 3089 WP. Das ist auf jeden Fall fett. Bockwurst King mit einem 100% Stolunior. Die Map wahrscheinlich wieder kaputt, jetzt gibt es wieder 100er. Steff hier mit einem Shiny Oweier, ihr seht's. Kenny mit einem Shiny Chanera, Liquid Ghost, Shiny Merrill, Boxerob, hab auch eins, Shiny Owei, Julchen Feichen, das ist wirklich zuckersüß, Shiny Haspirohr mit Blume, Pokefreak Red, auch Shiny Pichu, auch mit Blume und ein 100% Pichu mit Blume, das auch sehr brutal, also es gibt eigentlich so viele Schocker momentan, aber ihr werdet dann sehen, was der richtige ist, Bockwurst King, Shiny Bonera, hier Shiny Togepi, gleich das nächste hinterher, auch mit Blumenkranz. Ein 0% Pikachu mit Blumenhut, auch beim Bockwurst King. Dann der K-Joker, Shiny Owei, der Brain mit einem 100% Barschwar, sowie ein 100% Kaumalat. Sieht aus wie gebrütet? Ich weiß es nicht, obwohl das könnte auch 25 sein. Nein, das ist bestimmt alles Level 20. Lasst mich raten, Level 20, ich sag mal 100% gebrütetes Kaumalat, auf jeden Fall auch richtig heftig. Das ist auch so ein Kandidat für Schocker der Woche. Ebenfalls bei Brain hier noch ein Haspirohr mit Kranz. Sören, den habe ich mir extra jetzt unter Sören Azubi, ihr wisst Harry Potter, der Azubi Harry Potter, Sören Löffler. Auch Shiny Owei hier dabei, Moritz Shiny Evoli mit Blumenkranz. Da wollte ich ja dieses Mal noch ein paar holen, um eben auch die ganzen Blumenkranz-Shiny-Entwicklungen zu getten. Ich habe damals alle Blumenkranz-Evolis, die ich hatte, weggetauscht für andere coole Sachen und jetzt stehe ich da und will sie alle wieder haben. Also das ist auch sehr unüberlegt gewesen. Pupsi dann mit einem Shiny Merrill, hat sich gelohnt. Kotbrot 100% Praktibalk, Moritz, Shiny Haspirohr mit Blumenkranz, Bockwurst King, Nummer 3 heute, Shiny Magnetilo, Robby, naja, Shiny ist Shiny, war Shiny Absol. Nimmt man doch aber trotzdem gerne mit, müsste aber glaube ich aus dem 10er-Ei gekommen sein. Ihr seht, 61 Bonbons, es gibt ja doppelte Brüt-Bonbons momentan, also Pupsi, noch ein Haspi für Bub. Ihr wisst, wo das dann hingeht, das sagt der Name schon, Dankeschön auf jeden Fall. Wir teilen uns ja da immer auf, dafür kriegt sie auch noch Merrill von mir und so weiter. Gefer auch mit einem 100% Rabaut, ist also kein Schocker, ist schon das zweite in dieser Sendung. Kenny mit einem Shiny Merrill, Bockwurst King, Nagelotz, wieder mal 98, das freut mich doch. Bobserop, Shiny Chanera, Liquid Ghost, Merrill und gleich hinterher das nächste Merrill, Shiny. Bobserop, zurzeit läuft's auch mit einem Shiny Pikachu, Bockwurst King, Shiny Bonera, schon das zweite Shiny Bonera. Night Alex, ich freue mich auch, wie Roselia, mit einem Shiny Roselia. Ist jetzt nicht so krass, aber wer es noch nicht hat, freut sich natürlich trotzdem, genau wie hier wieder C-Day Pokémon, trotzdem für einen Sören ein
Voldilam und ein Shiny Togepi ist das hier, genau, hat er auch mitgenommen. Dr. Oppenheimer, ein 100% Glückslavita, auch richtig heftig, richtig genial. Bobserop, Pikachu nochmal Shiny, Bockwurst King gerade wild bekommen, Shiny Merrill, Pokefreak Red, Next Shiny, Shiny Togepi mit Blumenkranz. Ihr seht, wie oft kommen das bitte vor, die Pikachus, die Pichus, die Riolus, die Voldilemma. Nein, aber die Togepis, also das Oster-Event ging richtig ab. Bei der Heige auch mal einen erwischt, 100% Voldilam, Robby 100% Vonera, er sagt ja hier auch zufrieden. Dann richtig heftig, der Gabriel bedankt sich aus einem Ei aus Budapest, ein 100% Shiny Togepi. Das ist auf jeden Fall auch richtig brutal. Das wollte ich erst zum Schocker der Woche machen. Aber ich habe so viele Leute noch gesehen in der Sendung, die ein 100er Togepi haben mit Blumenkranz und sagen, so ein Dreck, das kann ich gleich wegschmeißen, weil ihr könnt es ja nicht entwickeln. Ich habe mich gefreut, dass man es nicht entwickeln kann, sonst müsste man ja 3 Shinies haben, damit man die Familie wieder hat mit Kranz. Und Kränze sind sinnlos, deswegen habe ich gehofft, dass man es nicht entwickeln kann. Einfach nur das Baby mit Kranz und dann ist gut. Ging auf, ist natürlich ärgerlich für Gabriel, der sich hier ein richtig fettes, großes Togekiss hätte entwickeln können, was natürlich auch gut für die Meisterliga ist. So sind viele ärgerlich, dass man das 100er nicht entwickeln kann, deswegen ist es auch nicht der Schocker, weil es ist ja trotzdem Dreck. Es ist seltener Dreck, aber es ist kein wertvoller Dreck, aber trotzdem 100% Shiny Togepi mit Blumenkranz, sehr genial. Julian Feichen hier auch, Voldilam, Shiny, Stefan Landei zeigt uns einen Compadre, der hat 10.000 gewonnene Kämpfe auf seinem Knackrack. Wisst ihr, was euer heftigstes Pokémon ist, was die meisten Kämpfe ausgetragen hat und wie viel das ist? Schreibt's mal in die Kommentare. Julian nochmal mit einem Shiny Yorklef, mit einem Shiny Zubat, mit einem Shiny Merrill aus der Liga, plus einem Shiny Pichu, da ist es nämlich schon wieder, Bockwurst King, mit einem Shiny Riolu, ihr seht, da sind sie wieder, Robby, leider kein Merrill Shiny dabei, aber okay, auch 100% Vonera, plus Shiny Stolunior, plus Shiny Voldilam, Terrorziege dann, mit einem Shiny Merrill, freut sich auch hier, yes, Dani Sahne, Shiny Dragosso, sogar ein 98%iges, Dr. Oppenheimer auch ein 100% Togepi, nutzlos, wie gesagt, aber sieht cool aus, ist selten. Dann habe ich noch ein Geschenk bekommen vom Gabriel diesmal, der hat auch gespendet, ich sag nicht wie viel, aber der hat auf jeden Fall auch gespendet. Ist die höchste Spende, die ich über PayPal bisher bekommen habe. Da auf jeden Fall auch Grüße gehen raus. Dankeschön dafür. Vielleicht als Freude wegen dem Budapester Ei. Ne? Die sind wertvoll, wie gesagt. Auch der Brain hier mit einem Shiny Owei. Robby, drittes für heute. Shiny Flemly, Bockwurst King. Aus der Quest gerade wieder mal 98er. Chanera, Pupsi, Shiny Togepi, Bockwurst King. 100% Vonera. Also wie oft die Leute einfach ein 100er von dem Ding bekommen haben, über 300 Eier seit Eventbeginn, aber 100% Chanera mitgenommen, Night Alex, neues Shiny, Shiny Merrill, Dragonite, Shiny Chanera Nummer 2, der hat glaube ich insgesamt 4 Stück von denen bekommen, von Chanera, Sören hier nochmal vom 4. April, ein 100% Demeteros, Schocker der Woche, das sind so viele Sachen dabei und 100%ige sind, glaube ich, auch sogar letzte Woche dabei gewesen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Julchen auch, Shiny Chanera, Bockwurst King, jetzt fehlt nur noch Pikachu und Evoli. Auch hier Shiny Haspiroar, noch ein Shiny Voldilam. Beim Tobias Weigel ein Shiny Kokowai aus dem Feldforschungsdurchbruch, denke ich mal. Ebenfalls bei ihm, nice, nach 10 Kämpfen hat er dann auch 2 Shiny Merrill bekommen und ein Shiny Flemly. Sieht man auch unten drunter. Ebenfalls Tobias Weigel, Shiny Chanera und nochmal ein Shiny Merrill. Das war aber, glaube ich, ein wildes dann. Also, ihr konntet euch richtig gut eindecken. Andreas Ertel auch Shiny Riolu bekommen. Die sind jetzt wirklich nicht mehr selten, obwohl es natürlich Leute gibt, die auch in diesem Event kein Shiny Riolu bekommen haben. Ausbeute vom PvP bei Alex Hobby. Der hat einfach 4 schillernde Merrill bekommen aus der Go Battle League und den eben auch gegönnt. Shiny Owei hinterher beim Alex. Dann beim Dennis Weigel nach 700 Nicht-Shinies endlich 1, ein Mankey natürlich und ein Shiny Zubat plus
ein 100er Bonera und ein 100% Chalelos. Das ist natürlich auch ein kontinentales, wisst ihr ja Bescheid. Der Konstin schreibt hier nochmal Eier aus Budapest. Beste, danke von Ruppersch. Hat auch ein Shiny Bonera bekommen. Felix, ein Shiny Voldilam plus ein Shiny Bonera. Lol Mike, und das ist ja das, was ich so dumm finde an Instagram. Es wird euch so im Gespräch angezeigt und ihr seht nichts. Dann müsst ihr auf das Bild gehen, damit ihr das seht. Aber dann seht ihr den Namen nicht mehr, wer das ist. Jetzt muss ich extra immer das so abscreenen, was richtig doof aussieht. Und danach noch so, dass ich weiß, was es ist. Anders, was auch von Instagram ist, ist komischerweise das. Ich gehe aufs Bild, es wird mir das Bild angezeigt und der Name oben. Warum? Warum geht es einmal so und einmal sieht es so aus, dass da kein Name ist? Ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung. Am besten aber, wie gesagt, ist immer noch hier in Telegram, da steht der Name immer unten plus der Text, ihr habt da alles dabei. Oder eben das, müssen wir mal kurz einsuchen, was so aussah von, oh, ich glaube, die sind alle von da. Auf jeden Fall, bei WhatsApp sieht es auch richtig gut aus, bei WhatsApp sieht es gut aus, bei Facebook im Messenger sieht es gut aus, bei Telegram geht es auch. Das Einzige, was wirklich behindert ist, ist einfach Instagram, weil manchmal zeigt es die Namen an bei den Bildern und manchmal zeigt es eben nur das Bild an ohne Namen und dann zeigt es die Bilder nicht mal in der Vorschau. Aber der LOLMike hat auf jeden Fall hier einen 100% Ambi-Diffel entwickelt, 100% Mausi sich noch gegönnt, auch bei Elst, nach der Elias, wieso nehme ich nicht einfach den Namen mit der brennenden Flamme dahinter, hab was für deine Folge, allein heute dreimal 100%ige und drei Shinies, let's go. Ihr seht, die Bilder sind wieder unscharf, aber wenn ihr dann drauf geht, ein 100er Relaxo, 100er Erlöstes, Tunnel und ein 100% Pandir. Das auch genial, könnt ihr auch nicht mit einer Map bekommen, könnt ihr nicht brüten, könnt ihr nicht raiden, könnt ihr eben nur aus einer Quest ziehen. Auch richtig seltenes Shiny, Schocker der Woche. Nein, das aber auch nicht. Und ihr seht auch, die obersten drei Shinies sind alle von heute. Also Nidoran, Togepring und eine Yolo, alle von heute, sehr gut. Dann seht ihr, es geht auch anders. Beim Akatsuki, da wird ein Bild angezeigt. Das ist nicht unscharf. Hoffe, komme auf deine nächste Raider-Mittwoch-Folge. Ob er jetzt auf die Folge kommt oder ob er einfach nur in die Folge reinkommt und danach auf die Folge kommt, das bleibt ihm überlassen. Da seht ihr aber wieder die unscharfen Bilder von oben drüber. Da hat er auf jeden Fall einen Shiny Griffel bekommen. Ein 100% Lucky Mewtwo mit Rüstung. Schocker der Woche. Nein, auch immer noch nicht. Trotzdem sehr genial, aus Spanien natürlich, woher auch sonst. Und ein Shiny Schneebedeck zum Abschied. Dann beim LOLMike hier nochmal, habe ich auch gesagt, Insta ist so kacke. Diesmal habe ich, glaube ich, nur diesen Verlauf, dass man sieht, er hat ja einfach noch einen 100% Pikachu mit Hut bekommen. Habe ich auch geschrieben, irgendwie gibt es 10 Möglichkeiten, Bilder zu schicken. Jedes Mal zeigt es anders an. Manchmal steht einfach nur ein Balken da, Foto anzeigen. Dann müsst ihr auf Play drücken, dann blockt das kurz auf und dann ist es weg und dann könnt ihr es auch nicht nochmal abspielen. Ihr habt dazu nur eine Möglichkeit, das Bild abzuscreenen. Ich habe es aber auch noch groß gescreent, wie ich hier sehe. Dann beim Sevi seht ihr noch Shiny Quiekel, Shiny Togepi plus ein Shiny Riolo. Alle Tosten Shiny, nein, normales, gerade bekommen. Ich brauche ein gutes Togetic oder Kiss. Scheiße, ey. Ha, entwickelt doch. Ach nee, da war ja was. Der hat auch ein 100% Blumenkranz Togepi bekommen, aber er kann es ja nicht entwickeln. Robby nochmal Shiny Merrill. Stefan Landei zeigt uns, folgt mir für weitere Rezepte, wie man eben sich einen Joghurt mit der Ecke macht. Pogefreak rät das zweite Shiny Riolu. Bobserob Shiny Magnetilo, das war dann schon in der Spotlight-Stunde am Dienstag gestern Abend, also kommen wir gleich zum Ende, hoffe ich. Frank Behrend, Shiny Merrill, Cassiopeia, Shiny Pikachu, K-Joker. Danke André für die Meltan-Box. Als ich beim André letztens weg bin, kam er nämlich gerade angefahren und hat sich eine Meltan-Box gegönnt, hat deswegen jetzt sein erstes Melmetal entwickeln können. Terrorziegel nochmal Shiny Chanera, Dragonite Nummer 3, Shiny Chanera. Der hat mir vorhin kurz vor der Sendung noch das vierte Chanera geschickt. Stefan Landei, noch eins in Gelb bitte, ne, in Gelb. Auch ein 100% Riolu. Da bin ich schon neidisch, ne? Schocker der Woche. Nein, natürlich nicht. Dann haben wir noch ein Shiny Haspiror. Fast alle Shiny beim Pogefreak Red.
Beim Jack Letton haben wir einen Shiny Teddy Ursa. Der wusste nicht mal, dass das überhaupt released ist, aber doch seitdem der offizielle Termin vom GoFest um war, wo die Leute mit Ticket dann auch weltweit einfach so fangen konnten, wurde das natürlich auch weltweit freigeschalten. Das haben trotzdem aber viele nicht auf dem Schirm, dass es auch Shiny Teddy Ursa gibt. Dann vom Tobias Weigel nochmal Shiny Haspirohr, Hannes mit dem Shiny Haspirohr, Hannes mit dem Shiny Riolu, Hannes mit dem Shiny Kokowai, was er natürlich aus dem Shiny Owai herausentwickelt hat, ist ja derselbe Level. Thomas Speck, 100% Blumenkranz Evoli, was er wohl zu einem Glaciola machen möchte. Die kann man ja entwickeln, oder? Ja, die kann man entwickeln auf jeden Fall. Plus, was hat er noch? Immer noch Thomas Speck, ein Shiny Bonera, ein 100% Kikugi, auch ultra selten, aber das gibt's zur Not ja auch wild. Plus ein 100% Chanera, plus ein 100% Togepi, plus ein 100% Rizeros, plus ein 100% Voldilam, plus ein 100% Togepi, schon wieder ein zweites, noch ein Shiny Riolu, noch ein... Genau, das war der, der sich so aufgeregt hat oder abgekotzt hat, denn da hat er das dritte 100%ige Togepi mit Blumenkranz und diesmal sogar in der Glücksvariante und alles für die Tonne, sagt er, weil er kann sie ja nicht entwickeln. Er könnte selbst daraus richtig günstig ein fettes, großes Togekiss machen, aber geschissen mit dem Blumenkranz, du kannst es nicht entwickeln. Plus 100% Lucky Chanera, entweder hat er gesammelt 3 Jahre und schickt jetzt alles auf einmal oder dann einfach so viel Glück gehabt, sagt er hier auch, 300er Togepi für den Müll, dabei habe ich nicht mal ein 90er normales, was sich zum Pushen lohnt, also das ist schon mies. Benjamin Engel dann auch noch ein Shiny Riolu hinterher, Dagro Shiny Riolu, Dagro 100% Azumarill, das ist natürlich auch sehr nice, 100% Alola Kokowai, Dagro zeigt auf seinem, wie er meine Dritt-Account, hat er selbst 2 Shiny Riolu bekommen in kurzer Zeit und ein 0,0% Voldilam hat er auch gleich 0,0 Volt genannt, also da geht wirklich gar nichts in der Nähe von Heidenheim an der Brenz. Juri, das war glaube ich von heute früh noch, ein Pupanz und ein Lepumentas, beide schillern, schön die Familie beisammen, plus auch ein Shiny Riolu und das letzte Bild, das habe ich gestern Abend gesehen, so, das waren die letzten Bilder von gestern Abend, der Ramses Kitchen Account ist ja nun verlost, ist rausgegangen und der Gewinner hat den Buddy gewechselt, hat einfach einen Schmerbe reingebastelt und hat es Suströmming genannt, also wer das nicht gesehen hat, gestern Abend habe ich ja die Folge hochgeladen, wo ich mit dem Ditschen den Gammelfisch, also diesen Suströmming, probiert habe, es war wirklich richtig abartig und heute kommt noch ein zweiter Teil davon, wie wir das Suströmming-Wasser auf Ex getrunken haben. Da, so wie es reingeht, geht es auch wieder raus. Das kann ich jetzt schon verraten. Guckt es euch an. Wenn ihr nicht zart beseitet seid, finde ich aber lustig, so ganz aktuell, einfach den Buddy als Suströmming umbenannt. Das waren die Highlights. Jetzt haben wir natürlich noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Dragonite, beziehungsweise nicht von ihm selber, der hat das weitergeleitet und mich hat mir das gezeigt. Es waren so viele Sachen dabei, die krass waren, aber das ist was, was ich auch noch nie gesehen habe. Es war ja kein Z-Day, selbst zum Z-Day wäre das eine Seltenheit, aber das war ein normales Event und da hat einfach jemand bei 3 Handys das gleiche Chanera als Shiny bekommen zur gleichen Zeit und das ist ein Schocker. Das habe ich in meinem ganzen Leben, in meiner ganzen Zeit Pokémon. Solange ich lebe, gibt es ja Pokémon. Nein, aber 541 WP seht ihr hier, seht ihr in der Mitte, seht ihr am Rand. Jetzt könnte man denken, der hat sich bestimmt einfach umgemeldet und hat denselben Account auf allen 3 Handys, hat dasselbe angetippt. Dann ist klar, dass es bei allen Shiny ist, aber ihr seht ja, der erste hat 1,8 Millionen Staub, der andere hat 3,2 und der letzte hat 2,6. Die Bonbons sind auch überall unterschiedlich. 190, 280, 283. Das sind also wirklich 3 verschiedene Accounts und alle 3 haben dasselbe Chanera als Shiny bekommen. Das ist wirklich genial, das ist wirklich krass. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Glaube ich nicht. Schreibt es in die Kommentare. Das war es aber jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Wir haben die Highlights der Woche für euch und den Schocker der Woche. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.